gehen wir heute ins Bad duschen. Unser Heim ist unser Heim. Und da fühlen wir uns wohl und können tun und lassen, was wir wollen. Unsere Kinder, die kommen, die helfen uns. Die Diakonie hilft uns. Diakonie hilft uns großartig. Wir sind rundum zufrieden. In den eigenen vier Wänden. Die Diakonie und Sozialstationen sorgen dafür, dass es eine ortsnahe und zuverlässige Versorgung für Menschen gibt, die Unterstützung und Hilfe brauchen. Und das tun sie dort, wo sich die Menschen am wohlsten fühlen, nämlich zu Hause. So, Frau Krämer, Sie dürfen sich setzen, Herr Krämer, Sie auch. Man erlebt es als Dankbarkeit, einfach ein Händedruck oder ein Blick und oder wirklich ein dickes Dankeschön an einen. Und es gibt einem so viel Kraft für die Arbeit. Also ich möchte es eigentlich so nicht missen. Die Arbeit in der Pflege ist sinnstiftend und wertvoll und für mich persönlich eine große Bereicherung, die Menschen auf ihrem oft letzten Weg begleiten zu dürfen. Die Nathalie, die wird Ihnen heute einen Blutdruck messen. Okay. Ja, hier für dich. Also zu meinen Tätigkeiten als Fachkraft gehört die grundpflegerische und auch medizinische Versorgung der zu pflegenden Menschen. Und als Ausbildungskoordinatorin und Ausbilderin ist es mir und auch oder uns ein großes Anliegen, dass die Schüler gut ausgebildet werden, dass sie viel Anleitung bekommen, dass sie die Sachen richtig lernen können, damit wir hinterher, wenn die fertig sind, nach 3 Jahren einfach eine gute Unterstützung haben und gute neue Fachkräfte. Zunächst und mit aller Dringlichkeit und mit allem Nachdruck braucht gute Pflege Menschen, die den Pflegeberuf ergreifen wollen. Die Gewinnung von Pflegepersonen in den Einrichtungen und Diensten der Diakonie Württemberg ist und bleibt dringlich. Hierfür werden personelle und finanzielle Ressourcen benötigt. Wir brauchen breit aufgestellte, vielfältige Initiativen zur Fachkraftsicherung und zur Gewinnung von Nichtfachkräften in den Einrichtungen. Insbesondere der Bedarf an Assistenz- und Hilfskräften wird zukünftig zunehmen. Auch Lehrende in der Pflege sind mittlerweile Mangelware. Bei allen Bemühungen braucht es eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Es droht eine massive Personallücke in der Versorgung in der Langzeitpflege, wenn die beruflichen Rahmenbedingungen nicht verbessert werden. Jemand, der einen Job haben möchte, wo er am Montag weiß, was er Dienstag und Mittwoch zu tun hat, der ist in der Pflege verkehrt. In der Pflege ist man richtig aufgehoben, wenn man es liebt, immer wieder neue Anforderungen zu bekommen. Wenn man es liebt, Beziehungen auch aufzubauen. Im Unterschied zur Krankenpflege sind ja die Menschen bei uns doch über eine längere Zeit. Also Beziehungen entstehen zwangsläufig. Wenn man das mag, dann ist man in der Pflege sehr gut aufgehoben. Das Besondere in dem Haus ist, dass wir Menschen mit einer Demenz bis ans Lebensende begleiten können. Wir können im beschützten Bereich die Menschen durch Stressreduktion, indem wir sie tatsächlich laufen lassen können, gut versorgen. Und wir gehen mit der Haltung ran, dass wir den ganzen Tag versuchen, den Stress so gut wie möglich zu reduzieren. Und das gelingt uns, glaube ich, ganz gut. Wir haben Menschen, die mit ihrer Demenz auch schon 7 Jahre bei uns gelebt haben. Also ich glaube, das ist wirklich besonders, dass Menschen über den Zeitraum gut bei uns leben können, obwohl sie wirklich schwer krank sind. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir in der Pflege endlich von der Politik gesehen werden und zwar richtig gesehen werden. Und das geht nur, indem eine Berichterstattung stattfindet, die nicht immer nur Negativbeispiele zeigt. Wir treten als Diakonie Württemberg für das Wohl pflegebedürftiger Menschen und der Mitarbeitenden ein. Dazu braucht es gute Konzepte. Die Weiterentwicklung der Pflege muss uns gesamtgesellschaftlich wichtig sein. Darauf muss der Fokus gelegt werden. Dafür arbeiten wir.